So Leute, endlich geht es wieder weiter mit Hyrule Warriors und ja, ihr seht ganz richtig, beinahe die komplette Master Quest Karte ist schon aufgedeckt. Es fehlt nämlich nur noch mehr zwei Felder und dann ist die komplette Master Quest Map erstmal offenbart. Ich habe offscreen zumindest schon mal die letzten Kostüme geholt, weil das war jetzt nicht so spannend. Ich habe jetzt noch das zusätzliche Kostüm für Fei und auch das für Volga geholt. Die anderen hatten ja schon alle ihre Kostüme. Und die ganzen anderen Goldsymbole, das sind alles noch 8-Bit-Waffen. Und natürlich auch noch die Stufe 3-Waffen für Sea, Volga und Pyroma. Aber jetzt will ich euch endlich mal Girahim in Aktion zeigen, weil der hätte ja im letzten Part schon drankommen sollen, ging sich dann aber doch nicht aus, weil ich mit der Einmission, wo ich sein Kostüm bekomme, aber ja Fei benutzen musste. Aber hier, ihr seht schon, hier bekomme ich als Rang Asix seine 8-Bit-Waffe, der bekommt hier nämlich auch eine. So, Abenteuerschlacht mit der Masterquest-Regel Zeitdruck, besiege das Riesenmonster im Schatten. Empfohlenes Element Finsternis und begrenzt ist es auf Girahim, also hoffentlich schaffe ich das. Let's go! So, Girahim ist bei mir genau auf Stufe 50, wir kämpfen wieder mal in der Ranell-Schlucht und ich habe glücklicherweise endlich alle normalen Waffen von Stufe 1 bis Stufe 3, von jedem. Ausgenommen halt Sir Volga und Pyroma, aber die zählen ja nicht, weil die kamen erst mit dem Update hinzu. Also auch bei Girahim habe ich das schwarze Schwert, das ist seine Stufe 3 Waffe. Der ist sonst hier nur, ne, hier, Dämonenschwert ist die Stufe 1, Dämonenlangschwert ist Stufe 2. Und das schwarze Schwert ist Stufe 3. Und das habe ich wenigstens sogar schon eins mit zwei Sternen bekommen. Das hat 336 Angriffspower, hat Finsternis Bonus, Erwang Plus und Sockelbonus. Damit werden wir uns jetzt in die Schlacht stürzen. Besiege die Feldmarschälle der beiden feindlichen Truppenteile. Alles klar. Dafür habe ich jetzt 15 Minuten Zeit. Ich werde meine Befehle erfüllen. So, Fei ist schon mal auf meiner Seite. Ich glaube, die darf auch nicht fliegen. So, ein Teil der anderen Truppen rückt gegen deine Truppen vor. Sollen sie doch. Sollen sie doch. Auch ein Teil der Truppen von Pyroma rückt gegen deine Truppen vor. So. Das ist die Gelegenheit. Vorwärts. Und Impa ist nicht auf meiner Seite. Die ist meine Gegnerin hier. So, neue Mission, die sich eine der folgenden feindlichen Hauptleute. Das ist zum Beispiel schon mal dieser Feuer Aerofalls. Den schnapp ich mir. Und Schlitz. Ja, also Girahim gefällt mir persönlich als Kämpfer besser als Zant, damit kann ich einfach ein bisschen besser umgehen, der kämpft doch schneller. Hat auch coole Kombos und der blödelt nicht so viel rum und oje, die Boten wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet, das auch noch. Die Boten! Ich will aber kein Boot kaufen, achso, nee, das schreibt man ja mit Doppel-O, so. Flammenatem und bitte landen, zack! Ach Girahim, warum machst du denn immer diesen Quatsch mit der Zunge, hä? Oder hier! Schwupps, anvisiert und wenn wir das machen mit dem starken Angriff, dann können wir Kombos machen, die dann in einem kräftigen, vernichtenden Schlag enden. Oder, ja, ihr seht es so zum Beispiel. Los, komm. Ah, jetzt mache ich dich alle. Und Schlitz. Jawohl. Mission erfolgreich. Den hat's umgehauen. Sehr gut. Firefalls wurde besiegt. Was? Stoß oben ab, einer. Das geht gar nicht. Die kann mich schon verbissen jetzt. Schlag Schlitz. Zack, boom. Das Hauptquartier der anderen ist schon mal offen, das ist auch gut so. So, Moment, hier war noch ein Stoßtruppenhauptmann. Besiege die feindlichen Typis. Andere Truppen haben Verstärken erhalten, das geht aber gar nicht. So, Verstärken für die anderen Truppen eilt zum Hauptquartier. Jetzt sollte ich mich da auch mal hinaufmachen, weil... ja, es kann ein bisschen... ja, die Flucht eines Teils der anderen Truppen ließ Volga stärker, wenn auch nö. Und der Gipfel rückt auch Richtung Hauptquartier vor. Was für ein Mistkerl. So, Volga rückt als nächstes in Richtung Hauptquartier vor. Alter, na hier geht's ja richtig zur Sache. Ich mach mich auf den Weg. Ja, mach doch, mach doch. Also, ah, da ist er ja schon. Da ist er ja schon, Volga. Wie geht's denn so, hä? So, oh mein Gott, nicht schon wieder dieser Drachen-Move. Achtung, er landet. Wow, 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 Wirbel-Twister, boom. Ah. Ja, so. Und take this. Booms. So, und jetzt Spezialangriff. Ja, schön verbeugen, Schnips und zack, bam, 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 bam. Bams! Auch sehr geil. So, der Boot hat Verstärken gerufen. Was für ein Asshole. Wie kann er es denn nur wagen? So, Bauchplatsche hier. Der Kronhauptmann wurde von Impa vertrieben. Was für ein Vollidiot. Ach, diese Hauptmänner. Zu nichts zu gebrauchen. Muss man alles immer selber machen. Rückzug! Nein, du bleibst gefälligst hier, verdammt! Ich stelle fest, dass unsere Truppen zusehends schwächer werden. Ach nein. Was du nicht sagst. So, wo ist denn jetzt Volga?
Olga? Ach, hier. Hätte ich ja beinahe vergessen. So, jetzt rechts. Verbeugen. Schnips. Ja, das ging ein bisschen in die falsche Richtung gerade eben. Ein wenig Hilfe, wenn ich schlecht. Wo denn? Da unten? Da komme ich jetzt aber leider gerade nicht hin. Tut mir leid. Liegt nicht auf meiner Reiseroute. Und knacks. So, Volga ist gleich hin, Leute. Der ist gleich hin. So. Der Kronappen wurde von Gipto verdrehen. Volltrottel. Ich sage jetzt, wäre sich auch gar nicht ausgegangen. So, boom. So, Volga, komm her. Na, los, komm, anvisieren. Ja, mit dem starken Angriff kann man hier anvisieren und dann kann man schon Kombos machen, die ganz schön reinhauen. So, Volga hat's erwischt. Jawoll. So, Girim hat Volga besiegt. Denn er hat's einfach drauf. Oh, cool, ich habe sie sogar... Ja, nicht übel, aber ich bin ein billiger Gegner. Ich habe hier gerade ein paar von diesen Bockblinzen als Phantome beschworen. So, den Typen hat's auch umgehauen. Wie langweilig, aber ich bin selbst schuld, dass ich eine Rossung erwartet hatte. Was stoßt du, Bambo? Das geht aber nicht! Das geht aber nicht, das geht aber nicht! So, der ist eh hin. Alter, hier geht's richtig zur Sache. So, der nächste Stoßtuppen hat man. Da ist Impa. Okay, die mache ich gleich mal das nächste Blatt. Die könnte ja auch das Hauptmitte bedrohen. Das ist hier gerade bei uns, bei der Quelle der Göttin drin. So, Impa. Oh je, die hat ein bisschen erhöhte Moral. Nicht so toll. Und die hat auch wieder ihre 8-Bit-Waffe. So, verbeugen. Ich sage es frei aus, du bist kein Gegner für mich. Ach, nimm mal lieber den Mund nicht so voll. Du hast jetzt schon nur mehr die Hälfte deiner Lebensenergie. Ich kann dir nicht verübeln, es versucht zu haben, aber ich kann dich dafür bestrafen. Genau, leg dich wieder los, nicht mit Girahim an. Der macht sonst immer seinen Quatsch mit der Zunge und das würdest du lieber nicht gerne sehen wollen. So, Achtung. Ja. Und Schwachpunktangriff. Jawoll. So, ich habe Impa besiegt. Cool. So, die Truppenverbrauch haben Verstärken erhalten. Ach, nö. Das ist aber nicht so toll. So, Verstärkung von Truppen von Beroma L zum Hauptquartier. Ah, warte, die Einheit des Gipto wurde zerschlagen. Diese Einheit genauso. Hier sind immer noch viel zu viele Typis. Ah, so, der Feuer-Eralfoss rückt Richtung Hauptquartier vor. Das kann ich mal voll vergessen. So, hier haben wir Dimba besiegt, ja, habe ich doch gerade gesagt. Ah, meine Zeit ist wohl gekommen, leg wohl. So, wie sieht es im Hauptquartier aus? Warte mal, hier unten, hier kommt, irgendwer kommt hierher. So, warte mal, die Westfestung schnell erobern. Wie langweilig, ja, aber ich bin selber schuld, dass ich eine Rauschung erwartet hatte. So, finde den Schlüssel. Ah, okay, müssen wir den Schlüssel finden. Naja, wäre auch zu schön gewesen, wenn es ohne geklappt hätte. So, hier ist der Feuer-Aerofuss. Erstmal Festungskommandanten killen. Bam, so, Westfestung erobert. Jetzt zeigst du eine bemerkenswerte Kampfkraft. Vor allem, dass Fei hier immer Komplimente macht. Das sind sonst eigentlich Feinde. Aber hier halt nicht. Hier sind sie ausnahmsweise mal Verbündete. So, Vorsicht. Ja, schnipp, schnipp, schnipp. Also, Girim hat schon coole Kombos. Der blödelt auch nicht so viel rum wie Zando. Der geht halt richtig ab. Also, ich kann mit Girim wesentlich besser kämpfen als mit Zando, ganz, ganz ehrlich. Aber verrückt sind sie beide. Habt ihr ja sowieso gesagt, Zanto ist mehr der wahnsinnig Verrückte und Girim ist mehr der, ja keine Ahnung, der selbstverliebt Verrückte irgendwie so. Der ist ja wirklich ziemlich narzisstisch und sehr von sich überzeugt. Das sind keine Anfänger, halt doch die Schnauze, Mann. Wenn du nichts Besseres zu bieten hast, dann geh doch nach Hause zu deinen Brom-Typis und mampft ein paar Steine zusammen. So. Na, stirb endlich! Ja, das letzte unter Göttin ist unter den Angriff des Boden gefallen. Was für ein Arsch. So, die anderen Truppen sind in Bedrängnis. Die Truppen vom Büro sind stärker geworden. Wie fies. So, Rücken Richtung Hauptquartier. Da ist ja dieser scheiß Bote. Du Sack! Jetzt reicht's. Wir sehen den feindlichen Kommandanten. Momentchen, Momentchen. Boom. Jetzt mache ich erstmal den Bodenblatt, bevor der nochmal verstärken ruft. Das geht ja mal gar nicht. Blöder, dämlicher Trottel, du Bandagenheini. So. Ahaha. Der Bote ist hin, Leute. Der Bote ist hin. Sehr gut. Aber gab es hier nicht noch einen zweiten? Ich glaube schon. Da oben ist nämlich noch so ein Punkt, der irgendwie anzeigt, dass da wer zum Hauptquartier gehen will. Wenn das der Bote überhaupt ist. Vielleicht ist es auch jemand anders. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Huh. Bam. Ja, leg dich lieber nicht mit Girahim an. So, der Kronhauptmann ist in Gefahr. Der Kronhauptmann geht mir am Arsch vorbei. Hab ich das schon mal gesagt.
Ja, wenn ich Hilfe, wenn ich schlecht. Hilf dir selbst. Ich habe keine Zeit. Ist das Wester mit unter Göttin zurückerobern. So, komm her. So, noch 7 Minuten. So, Westerlektion erobert. So, was jetzt? Warte mal, vor dem Hauptquartier ist gerade irgend so ein fieser Sack. Ein roter Punkt ist da nämlich. Ne, jetzt wieder nicht mehr. Der ist jetzt wieder weg. Wisst ihr, was zu siegert, gehe ich jetzt schon mal ins feindliche, also ins andere Hauptquartier rein. Ja, wurde feindlichen Truppen vertrieben. Volltrottel. So, Hauptquartier der anderen werden wir mal schnell erobern. Muss ich das überhaupt? Naja, gut, ich brauche ja noch genügend Chaos für den Rang auf. Wie schaffe ich das? 900 habe ich jetzt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, verbeugen. Wenigstens ist er höflich. Das muss man nicht schon lassen. So, und Level Up, Stufe 51. Jawoll. So, Festungskommandant gesichtet und gleich getötet. So, stirb. Jawohl, hier haben wir das Opfer der andere erobert, denn er ist cool. Ja, der Pöbel ist verjagt und die Festung ist damit mein. Das kannst du laut sagen. So, aber jetzt. Wohnhauptmann wurde vom Gipto vertrieben. Mann, dieser Volltrottel. Was, da kommen schon wieder Stoßtruppen. Nein, keine Stoßtruppen. Nein, 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 das geht aber gar nicht hier. Stoßtruppen bleiben gefälligst da, wo sie hier gekommen sind. Die brauchen gar nicht erst losgehen. So, da gibt es nämlich nur Ärger. Gut, Stoßtruppen wurden abgewehrt. Und jetzt, Moment, wo ist hier die Treppe? Hier ist die Treppe. Guckst du mal richtig hier? Guckst du? Also guckst du, ist die Treppe hier, ne? Da oben ist ja wirklich noch so ein Bote, oder? Doch, da steht der Bote. Das ist doch der rote Punkt hier. Du fieser Trottel, du blöde Mumie, du Mumienfresse, du Bandagenheini. Vorsicht. Und jetzt. Mir scheint, du bist ein wahrer Helfer, Hyrule. Hierhin, ein Held? Der ist eher sowas wie ein Anti-Held. Ja, nichts weniger ist von mir zu erwarten. Genau. Drama, Baby, Drama. Der Bote wurde besiegt. Er hat sein Feld weggekriegt. So, und knacks. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der Kampfstil von Girem gefällt. Ob euch der besser gefällt als der von Santo oder ob ihr Santo doch lieber mögt oder ob ihr sagt, die sind beide doof, ich mag die beide nicht so als Kämpfer jetzt hier so. Aber ich finde Girem einfach cooler als Santo jetzt als Kämpfer hier. Oh, so, das sieht verdächtig nach dem Schlüssel aus, kann das sein? Der Pöbel ist verjagt, genau. Und es ist der große Schlüssel. Alter, seht euch das an. Der hat gerade schon wieder diesen Quatsch mit der Zunge gemacht. Ah, das ist immer so eklig. So, Girem, jetzt beweg dich nur mal 4 Minuten. Aber ich glaube, mit den K.O.s komme ich ja fast schon hin. Den Rest mache ich im Hauptquartierblatt. Geht sich auf jeden Fall aus. So, mach die Tür auf. Haha! Alle gesteigerte Moral ist nicht so toll. So, das ist noch ein Hauptquartier. Ah ja, Pyrom ist auch noch hier, der Sack. Nein, 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 du machst hier keine Schattenkugeln. Du frisst jetzt erstmal hier meine Dolche. Zack, bababababam. Gut, jawohl. Ja, wollen wir mal sehen, wie du gegen mich abschneidest, ne? Ich werde gleich mal sehen, wie ich dir den Hals abschneide, falls du überhaupt sowas hast. Du siehst eh so komisch aus, du altes Bettlaken. So, 1200 Kurs haben wir schon mal sicher. Und jetzt Achtung. Vorsicht. Und Schlitz. So, und jetzt passt auf. Magic. Ist das geil? Jetzt ist Girem mit seiner finalen Form aus Skyward Sword. Du bist schon seine dritte Form, die man ganz zuletzt bekämpft. Aber es ist einfach nur der Hammer. Richtig super. So, take this. Und zack. Das hat sich ja ganz schön wehgetan. Und das auch. Leute, ich hab's geschafft. Das war's. Achso, nee, Moment mal, das war es ja noch nicht ganz. Hä, die Falle ist gestellt, Blödsinn. Wir haben ja noch so ein Riesenmonster zu besiegen, aber wo wird es auftauchen? Was ist das? So, Büromann König Dodongo beschworen. Ach, der ist ja gleich hier in der Nähe. Das ist ja mal Glück. So, die Siegbedingungen haben sich geändert. Ja, ganz vergessen. Warum vergesse ich immer, dass da noch so ein blödes Riesenmonster auftaucht? So, besiege König Dodongo. Ja, den mache ich noch ganz schnell platt hier. Den mache ich ganz schnell fertig. So, da ist er ja schon. So, komm her. Gleich mal V
Feuerarte machen oder hier deine Fresse mach auf. Ja, genau so. Hier, guten Appetit. Feind auf dich fliehen. Das wird die doch auch nicht. Das wird sie nicht. Keine Sorge. So, schön verbeugen. Wohl vor dem Vieh musst du dich nicht verbeugen, Gerem. Echt nicht. Gar nicht notwendig. So, und das ist schon mal gleich noch einmal. Verbeugen. Schnipp. Ehrlich, für die Spezialattacke ist so geil. Zack, so, und schwach und Angriff. Und bam, Alter, voll in die Stirn. Aber leider ist er noch da. Er ist leider immer noch da. Vorsicht. So. Wow, rolling, rolling, rolling. Jetzt ist er in der Ausfessung drin. Was machst du denn hier drin? Na los, komm. Mach die Fresse auf. Nein, nicht diesen Rollquatsch hier. Los, komm, mach die Fresse auf. Mäulchen auf. Komm schon, ich will dir noch ein paar Bomben reinballern. Komm. Alter, der macht das schon wieder nicht. Das macht er absichtlich. Der will den Kampf noch auszögern. Mann, ich will hier den Rang A haben, du fettes Mistvieh, du. Los. Ja, Achtung, Feuer. So, ich glaube, jetzt müsste er wieder. Ja, so fries. Fries. So, na warte, jetzt mache ich dich alle, du Mistvieh. Verdammtes Drecksvieh, du Blödes. So. Und das ist schon mal noch einmal. Leute, ich glaube, das schaffe ich nicht. Der wird noch immer... Komm, komm, komm. Ja! So, und jetzt stirbst du verdammt nochmal. Take this! Endlich! So, ich hoffe, das reicht von der Zeit noch, dass ich überhaupt Rang A noch bekommen kann. Wissen Sie, wie fies? Meinen Glückwunsch. Ja, das sieht gut aus, Leute. Die 8-Bit-Waffe für Gerem. Oh, yes. Na bitte, Triple A, das ist doch wunderbar. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Aha, Waffe erhalten, Pfeil 8-Bit. Dieses Schwert wurde vor langer Zeit von Dämonen geschmiedet. Mit starken Waffen kannst du einen Gegner anvisieren. Ist der anvisiert, Endkommangriff mit einem mächtigen Schlag. Der 8-Bit-Pfeil, ist ja auch geil. Na, nicht schlecht, das ist halt seine 8-Bit-Waffe, die sehen alle ein bisschen komisch aus. So, Pfeil 8-Bit. Hat übrigens in der Grundstufe genau dieselbe Angriffskraft wie die Stufe 3 Waffen auch. Ohne Sterne natürlich, aber dummerweise hat das Ding jetzt überhaupt keinen Sockel. Was soll das denn? Naja, kann man nichts machen. So, Bergspalte nochmal für Volga, Dämon Langschwert nochmal mit so einer Versiegelfähigkeit. Okay, na, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Das auch nicht. Was können wir noch weggeben? Das können wir weggeben. Das können wir auch weggeben. So, passt schon. So, dann haben wir noch Moblin-Großschild, Feuerschwinge, Impers Haarbänder, Pyromas Robe, König der Dunkles Klaue und ganz viele Gipto-Bandagen. Richtig supi! Und was haben wir jetzt hier auf dem Feld? Aha, Einzelschlacht mit der Maske, kein Block, bis ich immer auf eine 10 Minuten mit Imper. Nee, komm. Nein, was ich jetzt in dem Part auch noch gerne holen möchte, das ist hier oben... Das Stufe 3 Zepter für Sia. Und dann wird nämlich auch das letzte Feld noch aufgedeckt. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Weil da brauche ich auch wieder den Rang A. Aber dann bekäme Sia endlich ihre stärkste Waffe. Und die will ich unbedingt haben. Mit einer Abenteuerschlacht mit der Master Quest Real keine Heilung. Besiege die feindlichen Truppen und die Verräter. Stufe 8. Ja, empfohlen Finsternis begrenzt auf Sia mit Zepter ist eh klar. Ja, sonst auch keine andere Waffe. Also, ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Let's go. Gut, sie ist bei mir Stufe 45, wir kämpfen im Tempel der Seele. Na, den hatten wir jetzt schon etwas länger nicht mehr. Gut, Zepter der Hüterin mit 4 Sternen ist dabei meine stärkste Waffe, was ich für sie habe, mit Combo 3 und 6 plus und noch Finsternisbonus. Das werde ich benutzen. Also, los geht's. Und Daumen drücken, dass ich den Rang A schaffe. Greift sie an, vernichtet sie!
So, besiege Sheik. Ist nicht wahr. So, ein Teil der Truppe von Brom ist zum Pferd übergelaufen. Wie fies. So, die Moral der Verräter steigt. Oh, nicht so schön. So, Redelsführer wiegeln die Truppe von Piroma auf. Na klar doch. Was denn noch sonst? Erobere Festungen, um die Redelsführer zu finden. Deswegen bin ich jetzt auch schon mal hier runtergelaufen. Das erinnert mich nämlich ein bisschen an so eine Mission im normalen Abenteuermodus. Da gab es sowas ähnliches schon mal. Da bringen wir das schnell zu Ende. Und deswegen habe ich da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Auch ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, das war sogar die Mission für Darunias besten Hammer. Für den Stahlhammer. So, der gibt und der Flamme gibt wurde gesichtet. So, Achtung. Zack, zack, zack. Das ist eine geile Attacke. Einmal Y, dann dreimal X. Schön aufstampfen. Und schon ist der Festungskommandant erschienen. Der Gipfel wurde gestärkt. Ist ja fies. So, Westrosengarten haben wir schon mal erobert. Und da ist der Redelsführer aufgetaucht. Fieser Typi. Wie kannst du das nur wagen, uns zu verarschen? So, komm her. Stampf, stampf, stampf. Der Herr Robin ist im Bedrängnis. Na, das ist mir ja relativ egal. Sie drängen uns zurück. Ja, ich mach doch hier nur schnell den Redelsführer kalt. So, und der ist auch schon kaltgestellt. So, finde auch die übrigen Redelsführer. Naja, ist ja logisch. Muss ja wirklich nur aufpassen, ich da... das heißt, ich darf nicht. Ich kann mich halt nicht heilen, weil es eben die Masterquest gerade verbietet. So, Verräter eine Bude zerschlagen. Oh, oh, Vorsicht. Feuer-Erdorfholz. So, warte mal, ich muss hier nur gucken, weil hier ist eben so ein... Ja... Gucken, dass Pyroma nichts passiert, weil ich glaube, der darf nicht... oder? Das ist nicht so recht. Ich glaube, Pyroma darf nicht fliehen. Wäre das genauso schlimm, als wenn das Hauptgebiet fällt. So, der Flammgipfel wurde gestärkt, der Gipfel wurde geschwächt. Das, ich glaube, die stärken sich immer gegenseitig. Der eine ist immer ein bisschen stärker, der andere ist schwächer. Ja, ich mag dich nicht, denn fort mit dir. So, Vorsicht. Bitte landen. Und zack. So, ein weiterer Teil ist zum Feind übergelaufen. Fiesmann. So, seht ihr, wie es den jetzt schon erwischt hat? Mir war der Verräter steckt. Nein! Wieso denn? Das geht doch nicht. Vorsicht, die Verräter unterwandern die Truppen von Pyroma. Der Flammgipfel wurde besiegt. Hahaha. Ja, besiegt als nächstes Gipfel. Oh, das war sogar schon der, den ich besiegen musste. Der Gipfel scheint sich nicht stärken zu machen. Ach, das ist aber schade. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Verräter in der Südostfestung entdeckt. Zurück zum Hauptquartier vor. So, Moment mal, das machen wir erstmal hier, weil das muss ich ja sowieso auch erobern, hier den Ostrosengarten. Gibt da Unterflammen, gibt da wohl ein bisschen. Ach, den hat jetzt irgendjemand... Ah, das hat Pyroma geschafft, scheinbar, ja. Das wird wohl Pyroma geschafft, einmal bei seiner Fahne hat es gerade ein bisschen geblinkt. Also wird er das wohl hingekriegt haben. So, den Nordwestfesten tot zu fahren, das ist jetzt nicht so schön. So, Herr Robben ist im Bedrängnis, ist auch nicht so schön, aber kann man verschmerzen. So, Ostrosengarten erobert. Sie drängen uns zurück. Dann gib dir gefälligst mal ein bisschen Mühe, dass das nicht passiert, du Trottel. So, umdrehen, Redelsführer, Alter. Warum erscheint er auch erst jetzt hinter mir? Du blöder Typi, du. Ja, mehr geht nicht. Ui, da oben steht höchste Gefahr, aber das ist zum Glück nicht das Hauptquartier. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, einer des Verräters wurde zerschlagen. Diese schönen Statuen, aber man hat hier oft gar nicht so Zeit, sich hier wirklich mal schön in den Tempel der Seele umzugucken, weil er ist eigentlich so schön gemacht hier. Ne? Ocarina of Time Link, mit, also der junge Link mit Ocarina und so, und hier Wolf Link und so. Skyward Sync war davon auch noch gerade. Ihr werdet hier alle durchgepatcht. Aber sowas von. Also, na warte, Dunkelheit, möge über euch kommen. Ihr Narren. Mich werdet ihr nie besiegen. Vergesst es. So. Als nächstes erobern wir die Südostfestung mal. Die muss ich auch erobern. Hä, wie immer jedes Mal die Forale Verräter steckt. Das kotzt mich so an. Aber sie ist wenigstens schön stark. Mit dieser Combo hier kann man... Alter, da kann man richtig schön die Anzeige der Festung unterdrücken. Also richtig schön schnell. So, ein Redelsführer wurde wieder mal entdeckt. Wir bekommen ein paar Rubies, aber erstmal machen wir den Typen da und dann holen wir uns die Belohnung. So, schön. Finsternis können wir aktivieren, das Finsternis-Element mit dem starken Angriff, ist auch sehr praktisch. Dann können wir nämlich nicht zurückgeworfen werden. Und der Typ ist hin. Hahaha. Was für ein Trottel. Sehr gut. Das ist die Gelegenheit. Vorwärts. So, finde auch die übrigen Regeln. Das ist logisch.
So, Link ist in Bedrängnis. Ach, der ist ja mein Verbündeter hier auf einmal. Ja, okay. Alles in Ordnung, der Feind lässt nicht mit sich spaßen. So, als nächstes hole ich mal schnell die Zentralkammer. So, am besten immer einfach so hier. Zack, zack, zack. Seht ihr, das ist jetzt schon fast die Hälfte runtergegangen. Das ist so geil. Und nochmal. Zack, bam, bam. Einfach nur geil. Und nochmal. Zack, zack, zack. Und schon ist der Festungskommandant erschienen. Das sieht ja das an, das ist nämlich ganze Arbeit. Ja, wir haben schon über 500 KOs. Das ist gut. It's very good. So, was? Höchste Gefahr? Da unten. Ein Rädelsführer. Oh, warum erscheinen die jetzt immer erst? Die sollen sofort auftauchen, diese Pisser. Du Arschgesicht. Oh, oh, Link ist in Gefahr. Link ist in Gefahr. Moment, da muss ich den Rädelsführer mal kurz auslassen. Ich... Ja, ich würde den Link halt lieber gerne retten. Alter, seid ihr bescheuert? Was ist denn hier alles los? Ins Hirn geschießen? So, wenigstens habe ich Link jetzt gerettet. Ah, so eine Frechheit. So, dann erobern wir halt die Nordwestfestung, obwohl ich das gar nicht muss. Aber ich mach's halt gerne. So, sieht einfach besser aus. So, Link, jetzt kommen wir wieder selber klar. Der Rilsführer braucht immer noch eine auf die Fresse. Was steht da unten? Gefallen? Nein! Geflogen. Na gut, der eine Typ hier kann leider nicht fliehen, der interessiert mich sowieso ein Scheiß. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Mann, jetzt stirb doch mal, du Penner. So, Schattenlinks macht ihn tot. Ich will ihn tot sehen, den Rilsführer. Ja, sehr gut. Und jetzt noch ganz, ganz schnell da drüben aufräumen. Hier, was? Das Hauptquartier trotzdem fahren? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay, irgendwer ist da drin. Ich schätze, das Hauptquartier mit allen Mitteln. Moment, erstmal Nordostwesten erobern, dann kommt der letzte Rädelsführer raus. Ein bisschen wird das Hauptquartier hoffentlich noch durchhalten. Denke ich jetzt mal. Stamm, stamm, stamm. So, Festungskommandant, komm her. Stipp, 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 los, 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 los. Die, 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 die. Ja. Oh, was bekomme ich? Vielleicht einen Schlüssel? Oh, ein Herzteil. Sehr schön. Sexy. So, sexy Herzteil. Rilsführer wurde entdeckt. Komm her, du Sack. So, na, los, komm, starker Angriff. Jawohl. So, und jetzt. Ah, jetzt gibt's auf die Fresse hier. So, hahaha. Und jetzt mal ganz, 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 ganz schnell darüber. So, Mission erfolgreich, ist schon klar. Du hast alle Rädelsführer besiegt. Du bist zwar cool, aber musst da aufpassen hier. So, Tor geöffnet, gesichtet, gesichtet. Die Heiler wurden gesichtet, ach, das auch noch. Die Heiler wollen die Verwundeten drum von Sheik beistehen und rücken vor. Alter, sag mal, geht's noch hier drin? Wie soll denn der Quatsch jetzt? Geht aber gar nicht. So. Ah, hier habe ich irgendwie gerettet. So, jetzt komme ich ja hier. Impa Pimpa. So. Hahaha. Link ist schon wieder im Bedrängnis. Meine Güte, warum denn? Und. Jawohl, schön durchpatchen hier, die ganzen Trottel. Die eh nichts können. So, und jetzt Dunkelheit. Was? Die Truppen von Sheik rund um den Heiler wurden geheilt. Ah, auf die Heiler kann ich mich jetzt auch nicht konzentrieren, sorry. So, komm, Impa, jetzt stirb doch endlich mal hier. Ah, los, komm, die, 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 die. Die, komm, los, ja, level up. Sehr geil, und Impa hat's erwischt. Awesome. Diese Macht, furchteinflößend. Das ist sie in der Tat. Oh, 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 höchste Gefahr im Hauptquartier, das ist jetzt nicht gut. Verdammte Scheiße. Welcher Arsch ist denn überhaupt da drin? Hocke nicht gut. Alter, sag mal, geht's noch? Ja, hier ist schon so ein scheiß Verräter. Ein Penner. Hörst du das Hocke, der verteidigt, was ist alles aus? Ja, das weiß ich doch selber auch. Was will ich sagen hier? So, Volga ist in Bedrängnis. Gut, ich glaube, der darf fliehen. Tyroma darf es nicht erwischen. So, das war lästig. So, Achtung, landen. Und da! Link ist in Gefahr. Schon wieder. Verdammt nochmal. Den könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Moment, das muss ich erstmal... Solange das Hauptquartier nicht komplett in Sicherheit ist, geht das nicht. Das geht gar nicht.
So. Das Hockertiefell, das ist der allergrößte Scheiß dann. So, Büro ist auch ein Bedrängnis. Sitzt hier noch irgendein gefährlicher Typ? Nö. Oh ja, doch, Moment mal, hier ist noch irgendwer. Wer bist du denn? Nochmal so ein dummer Feuer-Ära-Foss. So, Dunkelheit. Der Tag wird kommen, an dem ich siege. Himper, du bist schon längst platt und meldest dich jetzt. Der ist ja oberpeilig. So, wie schaut man überhaupt mit der Zeit aus? 9 Minuten irgendwas nur noch mehr. Das ist jetzt nicht so toll. So, verdammt. Hauptquartier muss auch so klar kommen, hoffentlich. Bitte. Bitte, bitte, bitte. So, Alex, lass doch mal Pyroma in Ruhe, Penner! So, Link wurde von Frank getroffen. Tja, Pech gehabt. Was soll ich denn noch alles machen, ha? Was denn noch alles? Ich kann mir nichts mehr ausrichten, Rückzug. So, Vorsicht. Ich muss noch aufpassen, dass hier Pyroma keinen Stress kriegt, weil sonst... Wenn der flieht, das ist jetzt nicht gut. Diese Wessen gehört nie, aber irgendeine andere ist gerade gefallen, habe ich gerade gesehen. Aber welche? Irgendwas ist doch hier gerade gefallen. Oh, das reicht. Magic, so, da ist eh noch eine Magieflasche irgendwo hier. Oh, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist Schluss mit Lustig. So, die Zentralkammer steht gut so zu fallen. Na und? So, kurz ist viel, viel wichtiger. Aber da sind ja schon wieder so viele Ärsche drin. Mann, ey. Ihr sollt da rauskommen, verdammt. Was macht ihr denn hier drin? Seid ihr alle behindert oder was? Das darf wohl nicht wahr sein. Frechheit. Ich brauche mehr Macht. So, ich habe Volga gerade gerettet. Der war nämlich schon in Gefahr. Ja, so wenig Energie noch für Soppet ist echt scheiße gerade. Das ist jetzt echt kacke. Das geht nicht! Man stirbt! So, vor der Erdafoss besiegt. Wir sind noch zwei von den Trotteln. Zeitmäßig. Oh, Leute, das geht sich, glaube ich, nicht mehr aus, oder? Dass ich hier einen Arsch schaffe. Von der Zeit her wird es sich, glaube ich, nicht ausgehen. So, los, komm her jetzt. Mein blödes Vieh, Vorsicht. Jetzt stirb doch mal! Du sollst sterben gehen, du blöder Scheißflankentoi! Ah, stirb! Lass das Abgut in Ruhe! Leben! So! Da ist ja noch irgendeiner drin! Wer ist denn da noch drinnen? Da ist noch irgendein... Wer bist du denn jetzt? Hä? Wer bist du denn? Denkst du bist cool? Vergiss es! So, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. So, ich mach noch einmal Dunkelheit, um mir nochmal schön aufzuräumen und dann geht's ab. Alter, da kommen die nächsten roten Punkte runter! Alter! Den hat man echt ins Hirn geschissen. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Verräter! Ja, geht kacken! So, beweg dich, Zier! Beweg deinen Arsch! Beweg deinen Arsch! Mann! Du sollst dich bewegen! Alter, Leute, das wird nichts mehr. Das schaffe ich doch gar nicht mehr in der Zeit. Scheiße. Diese Drecksviecher hier. Ich hasse euch. Ah, verpisst euch endlich mal. Mann, ey. So eine Kacke hier. So, hier, die Zeit mit... Mann, aber 12 habe ich schon vergangen hier. Das Hauptquartier ist auf der anderen Seite. So eine Kacke. Verdammt doch mal. Kann ich ja gar nicht mehr schaffen. Ah, das ist schon wieder zum Kotzen. Schaden ist okay, K.O. sind mehr als okay, aber zeitmäßig sieht es echt übel aus. Was soll ich machen? Weil das Hauptquartier ist ja immer gleich im Arsch ist. Die können das ja selber nicht verteidigen, diese Trottel. So, komm her, Schick, du alle Fotze. Jetzt mache ich dich platt. So, ihr kennt ja nicht, dass das Böse vertreibt. Womit willst du denn das Spiel mit der alten Leiter hier? Das glaube ich kaum. So, wie sieht's aus von der Zeit? Oh Gott. Eineinhalb Minuten habe ich eigentlich nur noch mehr Zeit. Das ist jetzt gar nicht gut. So, Dunkelheit. Ah,
Obwohl, ich könnte es noch schaffen, Leute. Ich könnte es noch schaffen. Ich schieße ja gleich platt. So, Magic. Jetzt rechts. Take this. Leute, ich glaube, das habe ich doch noch gewonnen. Spüre meine unheilvolle, unbändige Macht. Jawohl, Leute. Ich habe das doch noch hinbekommen. Ha, ich bin cool. Mann, war das wieder knapp. Aber ich hab's geschafft, Leute. Rang A. Ja, 13,45, also wirklich länger hätte das nicht dauern dürfen. Ich hab Glück gehabt, dass Sheik so schnell platt gemacht wurde, weil sonst hätte ich's eh nicht mehr geschafft. So, und jetzt, passt auf, jetzt bekommen wir Sias mächtigste Waffe. Das Zepter der Seelen. Ein Zepter mit einem Kristall, das auch als Patch eingesetzt werden kann. Mit dem starken Angriff erhalten deine Angriffe das Finsternis-Element. Du kannst nicht zurückgeworfen werden, ja, habe ich ja gesagt. Alles sieht das geil aus, das Zepter der Seelen. Richtig super. 280 Angriffspower und 6 leere Sockel. Fein, fein. So, dann noch goldene Schuppen. Da habe ich schon längst die Wasserdrachenschuppen. Brandhammer, ich schon längst den Stahlhammer. Und nochmal das Zepter der Hüter mit einstellen. Naja. So, nur 10 Waffen derselben an. Das sieht man hier. Wasserdrachenschuppen. Sogar mit der legendären Fähigkeit. Das ist die Stufe 3 Waffe für Ruto. So, deswegen... was können wir denn hier weggeben? Ja, gut, die Silberschuppen... ja, theoretisch wohl. Lassen wir das lieber mal. Gehen wir die wieder weg. Die da, oh, die haben wieder eine legendäre Fähigkeit, ne, die sollte ich lieber aufheben, so, die können meinetwegen auch weg. Und die können auch weg, so, kriegen wir wenigstens schon Geld. So, und in Gold wieder mal Impas Brustpanzer bekommen, feine Sache, und noch Heiliger Hyrule Shield und ganz viele andere Kleinigkeiten. Und Leute, ihr seht, die komplette Master Quest Karte ist somit endlich aufgedeckt. Richtig geil. Und ich habe mir gedacht, für den nächsten Part werde ich dann versuchen, auch noch die besten Waffen für Pyroma und für Volga zu holen. Also Pyromas Stufe 3 Ring ist hier oben irgendwo. Hier bekomme ich Pyromas stärksten Ring. Und hier unten... bekomme ich Volgas stärksten Speer. Mal sehen, mit wem ich anfangen werde. Vielleicht eh mit Volga, weil mit dem kann ich doch besser kämpfen als mit Pyroma. Aber das alles dann im nächsten spannenden Part von Hyrule Warriors. Macht's gut, Leute. Und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie euch hierin gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.